Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic zusammen mit meiner schlagwütigen Frau. Hallo. Und ich habe deinen verschwitzten Blick schon gesehen, bevor wir gestartet haben. Du hast dieses Ah, sitz hier fest. Konntest du ahnen? Na, bleibst du hier? Ja, bleibst du. Du bist so klein, dich treffe ich jetzt voll auf in die Fresse. Hörst jetzt auf. Auf jeden Fall, wir werden heute eine La Revolution starten. Übertreib nicht so. Stopp! Bleib stehen! Niemals! Nie wieder Treibstoff. Was? Aber jetzt hör doch mal auf! Warum nie wieder Treibstoff? Ach so, okay. Ich bin nie ganz ohr. Nie wieder Treibstoff. Ja. Kein elendiges Nachgetanke. Hör auf, so verschmitzt zu grinsen. Ich weiß doch, was du vorhast. Du sagst, ich soll aufhören. Selber machst du weiter. Du verschmitzt an, so nach dem Motto, ja, red mal, ich hau dir gleich eine. So. Oh. Bleib. Berg. Auf jeden Fall stopp jetzt. So, gut jetzt. Gut. Ich pack den Hammer weg. So. Ich nicht. Ich hab einen Burger. Oh. Willst du einen Burger? Ich hab selber ganz viele. Auf jeden Fall. Nie wieder Benzin. Nie wieder Ölfarben. Bist du mit deinem Bazooka-Baguette? Ich will das nicht wieder ins Mull gesteckt haben. Auf jeden Fall kommt. Ich habe gestern noch was gebastelt. Nämlich das da, wobei das bei mir falsch animiert ist, weil bei mir sehen die Kolben so aus, als wären sie nicht mit dem oberen Ding verbunden. Bei dir? Ja, das musst du mir jetzt aber mal erklären, diese. Das ist ein Dreizylindermotor. Wie viel PS hat der? So viel, wie wir Upgrades haben. Du musst also in dem Falle null. In 9 Minuten kommen die 9,5. Den musst du nachher geschwind aufbocken, ne? Rechtzeitig. 9 Stunden. Ja, 9 Minuten. Aber, hier. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist ein Motor und hier können wir einmal mit vorwärts fahren, indem wir diesen Knopf drücken. Und können, wenn wir den stoppen und den Knopf da drücken, rückwärts fahren. Aber mit was fährt der? Naja, du siehst doch, wie sich die Kolben drehen und du siehst, die sind unten auf so einem Lager gelagert, da unten. Auf dem Röhrle. Lass mich mal hier hoch. Ja. Oh, wenn wir das Rohr jetzt verlängern und da Reifen dran machen, dann bewegen sich die Reifen. Aber durch was bewegt sich das? Was treibt das an? Die Kolben. Die Kolben fahren die bei dir rauf und runter, die Kolben? Ja. Weil bei mir sind die nämlich total broken animiert. Nee, ich sehe das ganz gut. Genau. Und durch diese Rauf-Runter-Bewegung, du setzt quasi die Rauf-Runter-Bewegung der Kolben in eine Bewegung für geradeausfahren. Ja, das ist mir schon klar, aber mit Strom oder mit was läuft das jetzt? Nein, das ist folgendes. Das Schwarze, da sind Sensoren. Mhm. Na, wenn du jetzt von hier vorne, wenn du von hier mal guckst, das Schwarze da sind, warte mal, ich kann das auch mal so machen, dann sieht man es besser. Moment. So. Der Schwarze sind Sensoren. Mhm. Und hier unter mir ist ein Kolben und auf der anderen Seite ist ein Kolben. Mhm. Die werden quasi über die Knöpfe bedient, um dem Ganzen zu sagen, in welche Richtung. Der Sensor checkt, scheiße, da ist was und fährt aus. Also quasi ein Objekt detected und er fährt aus. Und wir definieren ihm, wie weit er ausfahren soll, nämlich genau so weit, dass er quasi einmal ausfährt. 3 Blöcke ist das ungefähr, die Rauf-Runter-Bewegung. Okay, muss und damit, jetzt, wenn wir den jetzt dazwischen schieben, siehst du, dann leuchtet der eine und versucht auszuweichen. Und dadurch bewegt er sich. Und wenn du das Ganze wegnimmst, dann hört er auf, weil nichts mehr dazwischen. Du machst es andersrum, fährt er andersrum. Musst du jetzt das Auto neu bauen? Ich muss im Endeffekt einfach nur Reifen hier an die Seite dran setzen. Ich bräuchte eigentlich nur Reifen. Na, bau doch das Auto ab und baust neu. Aber wir können doch eh ein größeres, also wir wollten doch eh was Größeres, oder? Ja. Verdammt, wir haben kein Holz mehr. Ja, das lässt sich ja schnell holen. Aber dann würde ich gleich, hier ist ganz viel Holz an dem Auto dran. Baust doch einfach um. Ja, ich brauche aber das andere Holz. Okay.
quasi dieses frisch abgehackte, hätte ich jetzt fast gesagt. Weil Metall haben wir auf jeden Fall dafür. Für 4 Reifen, 40, ja. Honig hast du ja auch. Soll ich kurz Holz holen? 80, ja, 160 Holz brauchen wir. Honig dürften wir eigentlich genug haben. Wollen wir das nicht mit dem Auto machen? Mist, wir haben kein Sägeblatt mehr da dran, ne? Moment, ich habe doch ein Sägeblatt produziert gehabt. Auf jeden Fall. Ja. Müssen wir ja eigentlich nur. Guck mal, dass das hier. Ja, das darf ich natürlich nicht verbauen. Habe ich noch eine Röhrle? Ich hätte die nehmen können. Aber glaube ich die eher. Ja, ich kann dir das mal kurz. Wir haben ja diese ekelhaften Reifen, ne? Ja. Da hängen ja draußen noch eins. Ich zeig dir mal kurz, wie das ganze Prinzip dann funktionieren soll. Okay. Moment, ich habe gerade mal hier so eine Stange dürfte eigentlich reichen. So, pass auf. Das Ganze soll ja dann folgendermaßen sein. So. Weiß ich gar nicht, ob ich da unbedingt das dran brauche. Ich mach's mal dran. So. Und jetzt, wo haben wir? Da haben wir einen. So. Zack. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt den Knopf drücken. Okay, Moment. Eigentlich ohne das Ding. So. Ah, ja. Ja, ich habe ein Lager dazwischen. Die Frage. Fährt er in die eine Richtung. Wenn ich jetzt den Knopf drücke. Ja. Und drücke den anderen Knopf. Das ist. Somit fährst du vorwärts und rückwärts. Das musst du am Lenkrad haben. Du kannst also quasi nicht mehr, klar. Du drückst W und fährst vorwärts und drückst S und bremst, sondern du musst diese beiden Knöpfe haben. Mhm. Dass du dem sagen kannst, hey, pass auf, fahr vorwärts, hey, pass auf, fahr rückwärts. Und wenn du beide Knöpfe gleichzeitig drückst, dann erzeugst du quasi einen Error. Die Frage ist halt, wie viel Kraft hat der, um das dann den Berg hochzuschieben? Dafür brauchen wir noch ein paar von diesen Schrauben-Updates, weil wir dann quasi mit den Schrauben-Updates das Ganze verlängern. Weißt du, mit den Schrauben-Updates machen wir quasi die Pistons hier, die Kolben, stärker. Weil aktuell laufen die mit einem Speed von 2. Und die haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis Speed 10. Okay. Ja, das ist die Ausfahrgeschwindigkeit. Du brauchst aber für jeden Kolben, das war der Sensor, du brauchst für jeden Kolben 2 Schraubenschlüssel, 2 Schrauben. Ja gut, die kommen das heißt, ja gleich. Das heißt, wir brauchen 2, 4, 6, um einmal abzugraden. Die Schrauben kommen ja in ein paar Minuten. Ja. Ja, wir haben aktuell nur Schrauben um 4 Schrauben hätten wir, habe ich aktuell. Ja, aber das ist halt dann der Vorteil und so brauchst du halt nie wieder Sprit. Ja, nö, das klingt gut. Weil du, dieser Antrieb läuft ewig, ne, es sei denn, du bremst ihn natürlich aus, ansonsten läuft er ewig. Und da kommen jetzt einfach große Reifen dran, die Schalter werden dann dementsprechend, ja gut, die können da sogar eigentlich bleiben, wo sie sind. Theoretisch könnte ich das einfach. Achso, ich habe das weggepackt, ne? Nee. Ich glaube, da brauchen wir wirklich das Auto hier. Das sind ein paar große Bäume. Das ist sinnvoller, dass wir die holen. Ja. So, das Gestell wurde hier auch erstmal nur gebaut, damit der ganze Motor da drin hängt. So. Ja, das würde ich dann auch noch gut zumachen, dass da nichts rankommt. Ja, das sowieso. So. Ja, und das Ganze machen wir auf der Seite auch nochmal.
So. Oh, die kommen ja schon in der Stunde. Ja, eine Minute. Ich bin schon auf dem Weg. Ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Kannst du unser eigentliches Auto mal aufbocken? Hast jetzt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich den aus dem Rahmen genommen habe. Ups. Ich glaube, jetzt springt die Achse dadurch ein bisschen. Okay. Hm, vielleicht muss ich den nochmal abbauen und nochmal neu anbauen, den Motor. Ups. Ja. Halbe Minute, ich würde das Ding aufbocken, sonst ist es... Bin dabei. Gut, sonst ist es nämlich futsch. Dann schrei mich nicht immer so an. Wieso dreht der eine sich nicht? Dreh dich. Da kommen sie. Eigentlich müssen wir uns mal dahinter stellen. So. Ja. Komm mal zu mir. Ist ja nur einer. Ja, egal. Der kriegt schon ab. Der kassiert schon. Waren das jetzt nur die beiden? Ich glaube ja. Ja, das ist immer so eine starke und eine ganz schwache Welle. Ja, erstmal kommt immer so eine schwache. Ja. Ja, und das war beim nächsten Mal kommen dann wieder ganz viele. Mhm. Ah, Tatsache, das war's schon. Okay, naja gut. Haben wir halt aber keine Schlüssel. Ah, jetzt zeigt er bei mir auch die Kolben richtig an. Hä, wo sind die Reifen von dem Auto? Warum sind die, waren die Polen hier? Wo sind die? Kannst du das, also... Da sind sie. Oh Mann, okay. Ist das deine Hippe? Ja. Okay, dann ist ein Boden reingepackt. So, okay, aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall Holz, Autoholz, hast du gesagt. Naja, ein bisschen Holz habe ich schon rein. Ich Wo guck ist mal. Denn? Hier hinten sind zwei, da. Die kannst du holen. Ach, kann ich nicht. Moment, geht sofort los. Wir müssen nämlich mal kurz das Auto, was wir da haben, umbauen für Holzfarming. Ja, hier hinten sind keine Bäume mehr, die ich so abbauen kann. Kein Problem, in anderthalb Minuten, wir haben wieder Sägeblatt. Oh, jetzt habe ich das... Nee, das wollte ich gar nicht abbauen. Oh Gott, das ist eine ganze Kuh weit. Ja komm, feine Essen. Gott, die kommt schon von alleine. Weißt du, die eine Kuh, die in die Garage kam, zielstrebig zum Mais. Ja, das war geil. Das unser Mais weggefressen hat. Das war geil. Steht so eine Halle. Ohne, dass wir irgendwas gesagt haben. Hier kriegst du Milch, ich mag Mais. Ach, das war geil. Oh, wer kommt denn da? Ja, komm her. Und lass die... Jetzt nur die Frage, ist das irgendwas, wo man diese... Gibt es einen Block, durch den die Verbindungen
Röhren gehen? Nee, ne? Nee, nee. Danke. Weil das Problem ist, dass die Hinterachse jetzt gerade so ein bisschen springt. Wenn wir da jetzt die Reifen montieren, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Zeit auf und ab wippt. Federn? Weil die Kolben nach oben und unten wippen. Das ist so ein bisschen sinnfrei. Wie sieht das denn aus? Mal gucken. Hast du da Federn drin? Nein. Mach die doch mal rein. So, und das muss jetzt an den einen Motor. So. Nicht wegrennen, komm her. Okay, passt. Kleiner Mann. Hey! Der rennt weg. Warum startest du nicht? Ah, verstehe. Out of fuel. Da müssen wir dann auch nochmal was holen. So, wo bist du? Auf der anderen Seite. Ah, da, ich sehe dich. Gut. Oh Gott. Brach's und fuhr voll gegen die. Oh nein, ich habe das Auto festgefahren. Nein, doch nicht. Ich habe hinten die Container nicht drauf, deswegen wippt der so komisch. Nochmal zurückfahren. So, lass mal Container draufsetzen. Ich würde aber sagen, liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.